Herzlich willkommen im MyBet EM Studio. Es geht ins Halbfinale. Der Fußballklassiker Deutschland gegen Italien ist perfekt. Der viermalige Weltmeister gewann sein Viertelfinale gegen England nach dem ersten Elfmeterschießen des Turniers vollkommen verdient mit 4:2. Die Italiener sind damit am kommenden Donnerstag die letzte, aber sehr unangenehme Hürde der Mannschaft von Joachim Löw auf dem Weg ins ersehnte Finale. Im Olympiastadion in Kiew verwandelte Alessandro Diamanti den entscheidenden Strafstoß. Nach 120 Minuten hatte es nämlich erstmals in diesem Turnier 0:0 gestanden. Italiens Coach Cesare Prandelli sagte nach dem Thriller: "Wir hatten Charakter und Teamgeist. Wir sind überglücklich. Jetzt genießen wir den Sieg und dann denken wir an Deutschland." Und er sagt ganz klar: Deutschland ist Favorit. Die Bilanz zur erhofften Revanche für das verlorene WM-Halbfinale 2006 besagt jedoch nichts Gutes. Noch nie hat eine DFB-Truppe bei einer EM oder WM gegen Italien gewonnen. Insgesamt besagt die Statistik nur 7 Siege insgesamt, aber 14 Niederlagen. Die deutsche Mannschaft muss den Fluch mit dem ersten Sieg gegen die Italiener seit 1995 vertreiben, um ins Endspiel einzuziehen. Bei der DFB-Elf gibt es nach dem souveränen 4:2 gegen Griechenland eigentlich keinen Grund zur Beunruhigung. Einzig etwas Sorgen macht Bastian Schweinsteiger. Genauer gesagt sein Knöchel. In der Pressekonferenz bestätigte der Münchner, dass er immer von den Folgen seiner im Februar erlittenen Fußverletzung beeinträchtigt wird. DFB-Kapitän Philipp Lahm betont anschließend, dass dem deutschen Team im EM-Halbfinale aber nur fitte Spieler weiterhelfen. Deshalb ist es gut möglich, dass Toni Kroos in die Startelf aufrückt. Das würde auch zu der Taktik des Bundestrainers passen, dass die deutsche Mannschaft unberechenbar bleiben soll. Zum Halbfinale sagte Jogi Löw nur: Italien ist immer ein unangenehmer Gegner. Man darf gespannt sein, wen Löw in der Offensive aufstellt. Gegen die Griechen klappte die schnelle Variante mit Klose, Schürrle und Reus hervorragend. Ob das Trio gegen Italien auch auflaufen wird, darf aber bezweifelt werden, denn gegen die eher kleinen Italiener könnten vielleicht wieder die Brecher Müller und Gomez ran. Bei den Quoten ist Deutschland eindeutiger Favorit. Den Sieg von Jogis Jungs haben wir mit 1,85 notiert. Das Unentschieden nach 90 Minuten mit 3,35. Und wer an einen Erfolg der Squadra Azzurra glaubt, der wird mit einer Quote von 1:4,7 belohnt. Das heißt, wer 10 auf Italien setzt und die Mannschaft von Prandelli gewinnt wirklich das Halbfinale, was wir nicht hoffen wollen, dann bekommt er 47 Euro raus. Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Wetten und wie immer den richtigen Tipp.